Der erste echte Härtetest für 1860 München. Die Löwen empfingen den englischen Erstligisten Swansea City. Sehr zur Freude der 2500 Zuschauer fand die Partie dabei nicht in der Allianz Arena statt, sondern im altehrwürdigen Grünwalder Stadion. Swansea legte druckvoll los und prüfte Vitus Eicher direkt in der zweiten Minute. Der erste Abschluss aber kein Problem für den Löwenkeeper. Lange mussten die Schwäne aber nicht auf ihre Führung warten. Zunächst Jay Cork mit dem Kopf und im Nachschuss ins Netz. 1:0 für Swansea in der siebten Minute durch Jack Cork, für den sich offenbar kein Löwe zuständig fühlte. Auch in der Offensive lief es nicht. Dieser Freistoß bis dato die gefährlichste Aktion. Wie Freistöße gefährlich werden, zeigte Swansea. Jonjo Shelby legt sich den Ball zurecht und hämmert ihn zentral Richtung Tor. Auch wenn der Ball flattert, Eicher ist auf dem Posten. Auch wenn die 60er wenig zeigten, so war doch die Stimmung ihrer Fans fantastisch. Sie grüßten sogar die direkte Nachbarschaft des Stadions. Das Spiel selbst war von Fehlpässen geprägt. Die Engländer standen gut sortiert und ließen wenig zu. Kurz vor der Halbzeit dann aber doch noch einmal 60 mit der Chance zum Ausgleich. Wieder nichts. Mit 0:1 ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte dann das große Wechseln. Gary Monk tauschte sein ganzes Team auf einmal aus und brachte unter anderem Neuzugang Andrew Ayew mit der 10. Ayew ist der Sohn von Löwenlegende Abedi Pelé und an ihm soll auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein. Dann die große Chance für 60. Okotie wurde im Strafraum gefoult, der Schiri gab Elfmeter. Daniel Adlung schnappt sich den Ball und marschiert zum Punkt. Und er trifft! Auch wenn der Keeper die richtige Ecke ahnte, war der Schuss zu platziert. Adlung mit dem 1:1 Ausgleich in der 65. Minute. Dieser hielt jedoch auch nur 7 Minuten. Dann tanzte sich Bafétimbi Gomis durch die gesamte 60er Hintermannschaft und schloss trocken aus 9 Metern ab. Ortega dabei machtlos. In der 86. Minute hatte Romuald Lacazette den erneuten Ausgleich auf dem Fuß. Aber auch der Neuzugang von PSG blieb glücklos. Es blieb beim 1:2. Eigentlich respektabel gegen ein Premier League Team, aber Trainer Fröhling war dennoch nicht zufrieden. Ja, wieder ein doofes Gegentor, auch ziemlich früh, aber es war nicht in den 3 Minuten, das war jetzt, glaube ich, 7. Ja, es ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Ja, wie will man nach vorne spielen, wenn man so viele Fehlpässe spielt? Ja, diesmal war es ja nicht der letzte Pass, der nicht ankam. Das war ja schon vorher, dass wir uns das Leben selber schwer gemacht haben. Und ich denke mal, dass wir es dann nachher, als wir es ihm auch angesprochen haben, ja, was haben sie zu verlieren? Also zweite Halbzeit, denke ich mal, ist das Spiel schon gefälliger geworden. Aber das müssen wir über 90 Minuten haben.